Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, vielen lieben Dank, EBP. Schön, dass es wieder läuft. Ja, herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge von Empyrion. Und wir starren hier gerade wunderbar in den Sonnenuntergang. Und ich habe wieder ein bisschen gebastelt, beziehungsweise habe mich nach der letzten Folge erstmal auf den Heimweg gemacht. Ne, wir haben ja unseren netten kleinen Bodengleiter da hinten verloren. Und habe ich das Cockpit schon fertig? Muss ich gleich mal gucken. Ne? Ich meine, ich hatte schon ein neues Cockpit gebaut. Ja, da ist es auch schon. Das nehmen wir mal mit. Und wir bauen dann tatsächlich gleich noch was. Nämlich ein paar Miniguns, denn ich habe in der Zwischenzeit den Ketzer fertiggestellt. Ne? Mein erstes kleines Raumschiff ist in Anlehnung an ein anderes Spiel. Ich finde, ich habe ihn ganz gut getroffen. Ne? Es gibt noch das eine oder andere, was man schicker gestalten könnte, aber so für den Anfang ist es doch ein netter kleiner Jäger. Das Design ist sicherlich für Empyrion nicht das Sinnigste. Ne, einfach weil so eine großen Tragflächen, glaube ich, gar nicht nötig wären. Geschweige denn so eine großen Triebwerksblöcke hier hinten. Ich habe alles ein bisschen versteckt. Unter den Platten hier sind ein Haufen Triebwerke für Auf- und Abtrieb. Hier ist schon ein bisschen was kaputt. Ist ja herrlich. Was soll das denn? Mal wieder heile. Ja, ich habe mich über ein paar Sachen geärgert. Zum Beispiel, dass es das hier nicht in abgerundet gibt. Also Ecke zu und rund. Ja, aber kann auch sein, dass ich das einfach nicht gefunden habe. Aktuell verbaut sind zwei Gatlings. Schub nach hinten haben wir aktuell nur über diese M-Düsen. Ja, also innen drin, in diesen Triebwerksblöcken sind noch ein paar mehr, aber ja, ist halt nicht das Schönste. Ne? Da sollen auf lange Sicht noch andere rein. Und ansonsten, ja, haben wir hier an der Seite einen Kühlschrank für ein paar Lebensmittel. Die gerade nicht laufen, glaube ich, was ganz schön dämlich ist. Schauen wir mal an. So, läuft der Kühlschrank auch wieder. Hier sieht man auch, ein paar von den Triebwerksströmen kommen hier durch. Das werde ich vielleicht nochmal durch ein paar andere Gitter oder sowas ersetzen. Ja, dann sieht das noch ein bisschen cooler aus, eventuell. Und was ich jetzt noch machen wollte, ist zwei Gatlings nochmal nachrüsten. Ja, ich kann leider noch keine Raketenwerfer bauen. Aber das ist gar nicht mal so schlimm. So, Waffen. Railguns und zwei Miniguns nochmal. Achso, ich produziere Kraftstoff, sehe ich gerade. Aber gut, das lassen wir ja noch fertig machen. Und oben können wir eigentlich ein bisschen Munition noch herstellen. Denn wenn wir dann noch zwei Gatlings anbauen, wird der Vorrat vielleicht relativ fix zur Neige gehen. Das kommt in die Munitionskiste dann rein. Da haben wir gerade mal so viel. So, Waffen. 15mm Kugeln. Stahlplatten und Nitrozellulose. Jo, da muss ja ein bisschen was gehen, ne? Oh, was war denn davon? Woraus wird diese Nitrozellulose gemacht? Müssen wir gleich mal gucken. Ich schneide das hier mal aus. Wahrscheinlich hier. Aus Pflanzenfasern. Pflanzenfasern aus Baumstämmen. Ja gut. Das sollte ein bisschen was gehen. Gut. Dann das RCS-Ding. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, wenn man davon mehrere einbaut. Aber das werden wir mal noch irgendwo reinknüppeln. Und die Triebwerke brauchen wir, glaube ich, nicht noch extra. Ich bin da tatsächlich noch gar nicht groß geflogen mit dem Teil. Von daher bin ich recht gespannt. Nachtsichtgerät, ich habe keine Ahnung, wie man das aktiviert. Ich habe auch irgendwie in den Optionen keine Möglichkeit gefunden. Wenn ihr es wisst, gerne in die Kommentare, was da die Standardeinstellung ist. Ne? Würde ich mich drüber freuen. Dann, wo packst du das hier gerade hin? Sind die schon fertig? Nein, dann mach das mal auch bitte in die Munitionskiste. Und ansonsten bin ich jetzt umsonst runtergelaufen, denn ich müsste oben noch eine ganze Menge Mumpeln rumliegen haben. Ich weiß, ich hatte schon mal welche nachgebaut. Hier nicht.
Hier habe ich sie. Wir nehmen gleich mal alle mit. Weil wir ja so oder so die Mumpel hier drin brauchen. Für unsere stationären Geschütze. So, hier kommt ins Raumschiff. So, haben wir 3100. Die packen wir mal eben fix. Das ist der Kühlschrank. Oh, haben wir uns gleich mal wehgetan. Container-Kontrolllimit wollte ich. Ach ja, vorne bei den Geschützen hatte ich die hingebaut. Und dann haben wir hier Munition. Ja, ein bisschen was haben wir ja zusammen, wa? Die auch noch. Oh, 3000, 6000. Fast 6500 Schuss. Damit lässt sich doch arbeiten. Dann werden wir hier irgendwo drunter, ich glaube hier hinten drunter einfach, nochmal ein paar Geschütze hinsetzen. Habe ich Steinchen dabei? Nur Betonblöcke. Na, die helfen mir ja gar nicht. Irgendwo ran muss ich die wohl auch verankern, ne? Wäre schon ganz sinnig. Also nochmal fix nach oben. Starten wir nachher gleich den Befreiungsschlag von unserem Bodengleiter. Ich hoffe, das wird auch was. Mit dem bisschen Quatsch. Ich die denn drin? Ich die hier? Ja. Gefechtsstahlblock, Stahlblock, gehärtete Stahlblock, gepanzerte Betonblock. Und dann habe ich die hingesetzt. Da unten. Kleines Raumschiff. Die Betonblöcke können gerne hier bleiben. Und dann haben wir es doch schon. Ist das Drahtlosverbindung? Habe ich hier schon drin. Gut, dann verbauen wir mal eben fix die Halterung. Ne, ein bisschen mehr Werfnahrung hätte ich schon ganz gerne. Dies machen wir mit der Drohne. Denn dann können wir auch hier. Kommen wir hier drunter? Ne, können wir nicht drunter. Das ist ja ärgerlich. Starten wir die Karre mal eben. Wenn ich jetzt aussteige, bleibt in der Luft. Sehr schön. So. Dann brauchen wir tatsächlich auch gar nicht. Großartig. So, unter den Weißen hätte ich das ganz gerne. Ein bisschen nach hinten versetzt. Und dann hätte ich gerne ein schräges Teil. Einmal so hochgedreht. Der ist genau richtig. Einen weiter nach hinten. Kommt da einer hin. Kommen wir natürlich nicht runter durch. Und hier auch einen hin. Zack. Das könnte sich jetzt ein bisschen mit dem Fahrgestell behaken. Aber da schauen wir nachher mal, ob das so klappt. Jetzt sind die Gatlings. Beide fertig. Sehr schön. Und dann setzen wir, glaube ich, oh, ich habe da schon vier Stück von verbaut. Donnerlittchen. Ja, ich glaube, sparen wir uns. Vier sollten wohl reichen. Also wenn das nicht reicht, dann macht das eh keinen Sinn mehr. Oh. Jetzt wird doch nochmal einer hin. Demontieren. Und dann kommen die dahin. Das ist besser, ja. Und das gleiche hier auch nochmal. Zack. Zwei frei und da auch nochmal eine Gatling dran. So, dann haben wir das Ding mit vier Gatlings bewaffnet. Munition haben wir auch schon eingepackt. Gucken Sie sich halt nochmal nach. Hier. Wir haben gerade noch ein bisschen Hunger. Das klären wir noch einmal. Und hier ist der Kühlschrank. Kommen wir da jetzt auch ran? Ja. Sehr schön. Ja, mit, brauchen wir gar nicht. Über Überlebensration hier. Die gönnen wir uns vorm Abflug. Und dann mal gucken, ob wir fliegen können. So. Da sind wir.
unser Fahrzeug ist schräg darüber. Na, ich bin gespannt. Ja, das geht. Treibstoff, oh, Strom für 20 Minuten. Das ist tatsächlich nicht die Welt. Moment. Wir gehen nochmal runter. Und Treibstoff dabei. Promethiumzellen oder sowas? Nee, gar nichts. Haben wir was eingelagert? Oh Gott, ich muss mich hier mal im eigenen Raumschiff erstmal zurechtfinden, wo hier was ist. Nee, dann holen wir nochmal einmal Treibstoff aus der Basis. Ketzer im Landeanflug. So, und ausrichten. Und runter die Hütte. Gelandet. Das sieht hier irgendwie. Moment, wir gehen nochmal rein und dann. Irgendwie kommt man doch hier Vorlagen abspeichern. Das wäre vielleicht, bevor ich das Ding gleich wieder zerruppe, ganz sinnig war. Aber gut, wir holen erstmal Promethium ab. Ich habe vorhin welches hergestellt. Wo sind die hin? Wo sind denn da? Kraftstoffzelle. Die Hälfte nehmen wir mit, damit wir die Hülle ja ein bisschen befüllt kriegen. Ich habe mir auch keine Ahnung, wie viel Sprit das Teil schlucken kann. 72%. Ich glaube, ich brauche mehr Tanks. 77%. Naja. So. Was ist das jetzt? Ein kleines Raumschiff. Speichere Bauplan als Ketzer. Okay. Gucken wir mal rein. Ja, da ist er. Gucken wir doch mal rüber. Nehmen wir ein schöneres Bild. Speichern. Das existiert schon. Löschen. Schreiben. So. Oha. Ich glaube, ich brauche mehr Tanks. Ich brauche bedeutend mehr Tanks. Wir fliegen schon mal in die richtige Richtung. So, wir können dann beide müssen erstmal nachladen. 4x300 Schuss. Dann schauen wir mal. Ja, und da muss ich zu schleunigst mal zusehen, dass ich einen neuen Konstruktor kriege. Damit ich hier waffentechnisch mal ein bisschen nachrüsten kann. Reichweite 176 Meter. Da geht was. Also Waffen müssen besser und Triebwerke, das reicht ja auch hinten vorne nicht, das ist ja arschlangsam das Teil. So, und ich glaube, wir versuchen gleich die ganze Basis da auseinanderzunehmen. Wir fliegen da erstmal eine Runde rüber. Oh! Wir gehen mal ein bisschen höher. Ich betrete das Cyrix-Gebiet, ja, ist okay. Mal eine Rolle probieren. Läuft. Vehicle Port. Kann ich das schon? Ist es das? Das ist es, glaube ich, schon. So, da sehen wir auch schon die ersten Drohnen. Treffen wir die? Man weiß es nicht. Das ging flott. So, zwei Bodengeschütze. Was? Mit dieser Waffe kann ich das Ding nicht beschädigen? Wollt ihr mich verarschen? Wo brauche ich denn hier Gatlings rein? So.
Zack, das Ding liegt auch schon. Das geht flott. Und das Ding liegt auch. So, dann haben wir hier die Geschütze. Wunderbar. Donnerlittchen. Donnerlittchen. Das scheppert. Wir landen mal einmal. Gucken uns mal den Schaden an. Oh, aua. Gleich ein bisschen verbeult. Ja, war aber gar nicht so dick. Hält sich an Grenzen. Da muss ich ja gar nicht so viel Angst haben. Ich hätte gedacht, das Ding ist labiler. Cool, jo. Dann würde ich sagen. Oha. Mal nach da. Na, Jane. Gibt's jetzt richtig aus dem Maul? Oh, da waren wohl ein paar Freunde. Anscheinend brauche ich dafür tatsächlich Raketen. Wie scheiße ist das denn? Wir schießen mal noch ein bisschen weiter drauf. Oder ich habe daneben geschossen, was nicht höher sein kann. Das Ganze nochmal. Einmal drüber weggeflogen. Und dann gleich nochmal. Kann nicht sein, dass ich damit gar keinen Schaden mache oder was. Oha. Das scheppert ganz schön. Ich brauche anscheinend echt Raketen. Das nervt mich ja. Warum kriegen die meine Türen nie ganz kaputt? Auf jeden Fall finden die das nicht so cool, dass ich auf die schieße. Schön das Flachprofil nehmen. Und Feuer. Ja, scheiße. Das nervt mich jetzt ein wenig. Aber gut. Das ist dann halt so. Was ist das hier für ein Marker? Ich habe auf dem Rückweg noch Gold gefunden übrigens. Wie cool ist das? Gut. War das schon mal ein Satz mit X? Wie scheiße. Mal ein bisschen von außen gucken. Ja, das sieht alles ein bisschen wackelig aus, ne? Aber gut. Der Schaden. Ja. Ein paar Platten sind verbeult, aber sonst. Da ist noch eine Drohne. Die schnappen wir uns. So, ist das Transporter? Was ist das? Das bist du. Ja. Na voll diese scheiß Basis. Ruhe zu hin, du Arsch. Gut, hier hinten bringt das nichts mehr. Oh, irgendwas haben sie mir zerschossen. Rappimmel. Irgendwas ist kaputt. Stromverbrauch, keine.
Was ist kaputt? Der Kern ist noch da. Eine Landestütze haben sie zerfetzt. Waffen sind in Ordnung. Wir bewaffnen uns mal eben. Wie, die haben beide Generatoren zerwichst? Nee, beide Tanks. Na super. Häng ich wieder hier hinten am Arsch der Heide. Wie haben die denn die beiden Tanks da drin bitte getroffen? Wollen die mich verarschen? Das ist ja wohl ein Scherz, oder was? Beide Tanks. Eine RC und eine Terminale. Können wir mal eben ersetzen. Wie haben die denn... Also, bitte. Wie sind die denn genau hier zwischengekommen? Die sind extra so gebaut, dass man da nicht so leicht rankommt. Jetzt renne ich jetzt extra nochmal los und hole hier Tank oder was. Hier unten sitzt auch noch ein Generator und eine Düse. Ja, hier geht's denen gut. Jetzt renne ich wieder nach Hause. Hier, eine ist weg. Mein Fahrwerk hat ein bisschen was abgekriegt. So schlimm ist der Schaden jetzt nicht. Also, dass sie natürlich gleich beide Tanks erwischt haben, ist assi. Aber sonst sieht die Hütte doch ganz in Ordnung aus. Ja, paar Beulen. Oder sonst. So, jetzt mache ich mich wieder auf den langen Weg nach Hause. Na super. So eine Scheiße. So, ich muss auch mal gucken. Wir sehen, es gibt eine Reparaturstation. Wie können die denn immer hier genau zwischentreffen? Was ist denn das für eine Kollisionsabfrage? Na gut, hier haben sie einen Block zerhämmert. Deshalb so wild. Zack. Raus, das ist wieder in Ordnung. Ja, dann geht's wieder los auf den langen Weg nach Hause. Na super, ey. So, es sollte für einen Notfall also nochmal weiter innen im Raumschiff einen extra Tank verbauen, wo sie erst komplett durch die Panzerung durch müssen. Sonst macht das ja wenig Sinn. So, jetzt muss ich natürlich nochmal an dem ganzen Teil hier vorbei. Na super. Aber ich kann versuchen, zum Bodengleiter zu kommen und den zu reparieren. Holen wir mal das Cockpit raus. Dann kommen wir zumindest etwas schneller nach Hause. Ich muss nur gucken, dass ich die Basis umgangen kriege. Aber ich muss hier durch dieses dämliche Tal. Ja, da krieg ich schon Feuer. Oh, 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 oh. Alter Vater. Das wird ja interessant. Wenn ich mal nicht gleich sterbe. Da ist eine Patrouille. Tot. Na, das, ich kriege auch noch. Nachladen, nachladen, nachladen. So. So ist die erste Patrouille hin. Ein paar Kreditchips, das ist ja was Schönes. Ja, hier war ganz schön Betrieb. Jetzt fliegt das Ding auch noch so weit oben, ey. Bandagen mit. Das wäre super. So, dann muss ich da irgendwie hochkommen.
Eigentlich ist es auch scheißegal. So, was nehmen wir da? Ach, fuck, ey. Ich hab Angst vor diesen Pisskanonen. So, 3, 2, 1, hoch. Na, komm schon. Wieso mache ich das nicht mit der Drohne? Bin ich doof? Jetzt nehme ich hier Bären mit. So. Dann fliegen wir da einfach hoch. Warum? Warum so kompliziert? Zack. Gut ist. So, das ist ja schon mal ein Anfang. Deckung bleiben. Dann gucken wir mal draußen am Konstruktor. Oha, die Karre hat auch gelitten. Hm, können wir hier Generatoren nachbauen? Kleines Raumschiff. Theoretisch ja, ich brauche Computer. Was brauche ich denn für Computer? Können wir das bauen? Warum baust du die nicht? Stahlplatte und Glasfaser. Glasfaser können wir wahrscheinlich nicht genug. Was brauchen wir dafür? Silizium. Aber wahrscheinlich auch nicht genug. Ja, gut. Fahren wir nach Hause. Und zwar. Ach Gott, hat die Karre gelitten. Die kriegt nachher erstmal Panzerplatten. So, wo ist zu Hause? Nach Westen. Ne, nach Osten, wie doof. So. Na komm. Wir schweben jetzt mal ein bisschen höher. Oha, den Ernter vorne haben sie mir auch abgeschossen. Ärgerlich. Aber halb so wild. Wir kommen heme. Das reicht uns. Und das Raumschiff steht vor allem so, dass sie nachher nicht rankommen. Rabbel. Komm, weiter. Naja, es war nicht optimal, aber es lief. So, 12%. Komm mal klar, komm mal klar. Das war unschön. Bin ich schon so hoch. So, mir geht es auch halbwegs gut. Wenn ich zu Hause bin, werde ich auf jeden Fall mal. Also was ich mir angewöhnen werde, ich werde glaube ich alle nötigen oder alle Grundteile einmal in Reserve mitnehmen in den Fahrzeugen. Ja, dass ich zumindest das Wichtigste einmal da habe. Na, ein Tank, ein Generator. Ein Cockpit, falls sie mir das unterm Arsch wegballern. Meine Fresse, ich brauche Raketen oder Railguns oder sowas. Irgendwas, was ordentlich reinhämmert. Oh, das war ein schöner Sprung. Und nochmal. Und da ist schon zu Hause. Home sweet home. Bisschen runter und renn in die Hütte. Schön langsam. Licht an. Einmal die Karre drehen. Ich glaube, ich habe mit der Front gerade. Ah, ne, Tür ist ja zu. Ich hatte vorhin die Tür hier vorne, deswegen war ich gerade irritiert. So. Ich weiß nicht, ob mir das Cockpit so gefällt. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das demontieren wir nochmal. Sitzt das überhaupt richtig? Ja, sitzt du das richtig. Aber es könnte auch daran liegen, dass hier alles weggefeuert wurde.
Der hat ganz schön gelitten, der Gute. Aber gut, der war auch nicht für den Kampf gedacht. Von daher ist das sogar in Ordnung. So. Oha. Ordentlich was weggeballert. Und nur die beiden. Dann holen wir von oben den Rest. Habe ich überhaupt noch welche? Ich baue einfach noch welche. Scheiß auf Geiz. Künstliche Masse nicht. Gefechtsstahlblöcke. Wir könnten uns auch einen Panzer bauen. Ich glaube, ich baue mir einen Panzer. Ja. Zumindest bereiten wir das mal vor. 400 Steinchen. Aber nicht dahin. Warte. Da auch nicht. Da, genau. So, die nehmen wir schon mal mit. Da haben wir auch noch welche. Oh ne. Gefechtsstahlblöcke. Gehärtete Stahlblöcke. Ich nehme mal die gehärteten zu denen hier. Wow. So, geht das da rein? Ja. So, hier die Triebwerke frei. Alter Vater, haben wir auch eingeschossen auf das Teil, ey. Kraftstoff geht hier auch langsam zu Ende, aber wir hatten ja noch Benchy. Renn in die Karre. Zack. Wie sind wir jetzt? Oh, die Folge ist auch zu Ende. Gut. Ich halte fest, die Garage muss erweitert werden. Wir brauchen mehr Platz für mehr Fahrzeuge. Ordentlich schweres Panzerfahrzeug auf jeden Fall. Dann muss der hier wieder instand gesetzt werden. Der sieht gar nicht mal so gut aus. Die fehlen an allen Ecken und Enden, fehlen ein paar Teile. Das Raumschiff muss repariert werden. Das können wir auch gleich in Auftrag geben. Hier, kleines Raumschiff. Und bitte... zwei Treibstofftanks. Wo haben wir sie denn? Ich war vorhin noch blöd, ne? Ups. Wohl. Ja, macht gleich 10. Da müssen die mehr rein. Das reicht mir so nicht. Ja, dann war das der erste Ausflug mit dem Ketzer. Der war so semi-erfolgreich. Ne, eigentlich war alles ganz cool soweit. Aber, dass ich mit den Knarren da nicht durchkomme, das hätte ich halt auch nicht erwartet. Das finde ich doof. Und draußen ist schlecht Wetter. Das ist aber nicht schön. Was ist denn das denn? Anti-Strahlungstabletten. Ah, stimmt, ich habe ein bisschen was gefunden. Ich habe die ja gelootet. Ein paar Credits waren dabei, habe ich gesehen. Ein bisschen Munition. War es das schon größtenteils. Und Heißgetränke. Na, super. Da gönnen wir uns eins. Hier, schön bei Regen. Ah, so einen schönen Kaffee, ne? Wenn es der Scheiße ist. Rausgucken, Kaffee trinken. Boah, schöner Blitz. Schöner Blitz. Ja, so mag ich doch meine Landschaft hier. So. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt mache. Ich genieße einfach das schöne Wetter. Oder das Scheißwetter, wie man will. Wieso liegt hier Munition drin? Geht hier nichts zu suchen. Nicht umsonst unten, sonst. Noch mehr Munition. Alter, wie viel habe ich denn davon liegen? Ganze Menge, wie mir scheint. Mal hier den Stack voll. Gut, mit der Knarre kann ich die ganze Weile durch die Gegend ballern. Aber gut, das brauche ich auch, wenn ich hier öfter angegriffen werde. Trotzdem bin ich jetzt Gefechtsstart. Okay. Ja, ja. Etwas frustriert, dass ich da gerade nicht durchkam. Das heißt, ich brauche einen besseren Konstruktor. Dafür fehlt mir was genau? Basis. Das ist Deko-Scheiß. Für den verbesserten Konstruktor fehlt mir eine Energiematrix, Kobaltlegierung und Flugsspule. Ich vermute aber mal, dass das alles hier ist.
Was brauche ich denn für die Matrix? Kobaltbarren. Ja, eigentlich fehlt mir nur Kobalt. Eine ganze Menge Kobalt. Haben wir überhaupt Kobalt? Eisen, Kupfer, Silizium, Promethium. Kein Kobalt. Das werde ich dann wohl... oder übel kaufen müssen. Das werde ich dann wohl über hier hinten machen müssen. Ansonsten habe ich echt ein perfektes Problem. Kriegt das Scheißding nicht platt. So, und was mir nochmal einer erklären muss, ist, wie das mit dem Sauerstoff funktioniert. Ich will ja hier O2-Flasche. Brauche ich Wasserkanister und Stahlplatten. Ja gut, das habe ich eigentlich beides im Überfluss. Müsste ich nur mal aus dem Kühlschrank holen. Überfluss, sei mal dahingestellt. Nehmen wir mal mit. Oh, ich habe hier sogar ein bisschen O2. Die Frage ist, wie kriege ich das in meinen Anzug? Ich guck mal gerade. Kann ich jetzt tauchen gehen? Blub, blub. Ja. Das ist ja gut. Das ist ja gut, dass es funktioniert. Wie viel habe ich da jetzt verbraucht? Nix. O2-Gehalt 250. Aber gut, dann kann ich auch ein bisschen mehr unter Wasser erforschen. Tür und eine Treppe. Haben sie mir alles zerschossen, die Schweine. Sieht denn das aus hier? Unter aller Sau. Naja, gut. Es wird Licht. Gut. Beim nächsten Mal habe ich dann hoffentlich die Sachen fertig. Ne? Und dann kommt die Rettungsaktion statt für das Bodeneffektfahrzeug fürs Raumschiff. Das gleiche nochmal in grün. Aber wir wissen, wir kriegen die Basis nicht platt, das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, und dann werden wir auch gucken, dass wir ein bisschen Kobalt dran kriegen und den nächsten besseren Konstruktor bauen und damit dann auch ein paar Raketenwerfer. Und dann gibt's aufs Maul, hoffentlich. Oder was haben wir hier noch? Railguns? Nee. Fürs kleine Raumschiff. Plasmakanonen klingen auch. Ich glaube, dann bauen wir gleich Plasma. Zaskosium-Legierung. Ja, finde ich wahrscheinlich nicht so schnell. Stromspule, Zaskosium-Legierung. Brauche ich für beide. Das brauche ich hier. Auch Zaskosium-Legierung. Zaskosium gibt es, glaube ich, auf diesem blöden Planeten nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Muss ich also auch kaufen. Aber gut zu wissen. Hierfür brauche ich auch Kobalt. Dass ich das Schiff ein bisschen flotter machen kann. Wäre übrigens cool, wenn mir einer sagt, was der Unterschied zwischen den beiden Düsen hier ist. Oder ob das eine rein optische Sache ist. Jet XL und Jet 2 XL. Also die sind von den Werten her absolut identisch. Da wüsste ich ganz gern, was die unterscheidet. Oder ob das einfach nur verschiedene Designs sind. Ne, die habe ich gar nicht erst freigeschalten jetzt, weil meine Fresse... ich habe sowieso kein Kobalt. Dann kann ich auch gleich die besseren nehmen, wenn ich schon ein höheres Level habe. Alles andere wäre ja Quatsch. Die hier kann ich schon mal freischalten, weil es so schön ist. Ich habe ja Erfahrung bis zum Abwinken. Das hier auch. Schutzschild. Schutzschild wäre auch was Feines. Klonkammer. Medizinstation. Wo ich kann also mal anfangen hier. Für ein großes Raumschiff zu planen, oder? So, so, Warp-Antrieb. Was ist das? Hüt- oder Simulationsschild? RCS. RCST2, okay. Gut. Ich werde hier bei Zeiten mal alles irgendwie freischalten. Raketengeschützturm. Ah. Fehlt mir aber. Ja, das ist Kursium. Mal wieder. Aber naja. Wie dem auch sei, hier Reparaturstation.
Okay. Habe ich da beides? Warum kommen die auf verschiedenen Level? Niemand weiß es so genau. Die Sachen hätte ich auch ganz gerne. Größere Generatoren bin ich auch kein Feind von. Und die hier will ich tatsächlich haben. Reparaturplattform. Okay. Benötigt eine Reparaturkonsole, um zu funktionieren. Und du? Erlaubt das teilweise Wiederherstellen von abgenutzten Werkzeugen. Ach so, Waffen und Anzügen. Jede der vorgenannten kann allerdings nur eine maximale Anzahl von Mal repariert werden. Okay. Und das ist anscheinend für Fahrzeuge. Das Ding kann sogar die Blöcke ersetzen. Geldautomaten will ich auch gleich haben. Sonst habe ich hier schon fast alles. Ja, der Techbaum wird kleiner. Höhenpolarisationsschild. Ein Schild für die Basis wäre auch was Feines. Das brauche ich erstmal noch nicht. Treibstofftank, sehr gut, ob ich die jetzt habe. Oder Peng. Da muss ich mal gucken, dass ich irgendwie an Kobalt rankomme. Aber gut. Alles in den nächsten Folgen. Beim nächsten Mal gibt es erstmal Raketenwerfer. Kobaltlegion. Ach, am Arsch, ey. Es wäre echt wichtig zu wissen, wo ich die herkriege. Das wäre echt interessant. Weil ansonsten geht mir das hier ganz schön auf den Sack, dass ich diese blöden Basen nicht oben kriege. Aber gut. Das gibt's alles beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Ja, wir gucken uns hier nochmal einen schönen Regentag an. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholdsson.